Jo Leute, was geht ab? Ich hoffe, euch geht's gut. Heute gibt's für euch mal ein ziemlich interessantes Thema, was euch hoffentlich vor einigen Kopfschmerzen bewahrt. Nämlich 5 Autos, die ihr euch auf gar keinen Fall kaufen solltet. Und hier geht es nicht nur um Autos, die vielleicht ein, zwei Wehwehchen haben, die ein bisschen ins Geld gehen können. Hier geht es um Autos, die wirklich einfach nur eine Katastrophe sind und in die ihr meistens so viel Geld reinstecken müsst, dass man sagen könnte, das Auto hat euch aufgefressen. Man kennt das ja irgendwoher. Nichtsdestotrotz gibt es ja immer Leute, die auf solche Autos stehen und dann wirklich das in Kauf nehmen, so viel Geld dafür auszugeben. Obwohl auch ein, zwei Autos dabei sind, da bringt das Geld ausgeben nicht wirklich was. Hier aber noch eine kleine Information am Rande. Eines dieser Autos habe ich mir gekauft. Und ein anderes von diesen Autos werde ich mir vielleicht noch kaufen dieses Jahr. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich würde nur sagen, checkt auf jeden Fall mein Instagram aus, weil da seht ihr die neuen Autos immer zuerst. Also auf jeden Fall @rbengineering auf Instagram auschecken. Aber ich würde sagen, wir legen direkt mal mit dem ersten Auto los. Let's go! Mercedes-Benz W220 S600 C215 CL500. Jetzt kommen wir zuerst mal zu einem Auto, wo ich schon mal ein spezifisches Video darüber gemacht habe, warum man gerade den nicht kaufen sollte. Hier reden wir um die erste 600er Version der W220 und C215 S-Klassenbaureihe. Diese haben nämlich den M137 verbaut. Ein 5,8 Liter V12 Saugmotor, der 367 PS bei 5500 Umdrehungen die Minute leistet und dazu noch 530 Newtonmeter Drehmoment. Somit beschleunigt er an den 6,1 Sekunden auf 100 und ist natürlich bei 250 km/h abgeregelt. Ihr denkt euch auch jetzt wahrscheinlich, V12, 367 PS, 5,8 Liter Hubraum ist jetzt gerade mal nicht so viel, aber das ist nicht das Problem an der Sache. Denn die Probleme fangen damit an, dass Mercedes hier versucht hat, in einen Motorraum, der nur für einen kleinen V8 Motor ausgelegt ist, einen V12 reinzuhauen und damit noch beweisen wollte, dass ein V12 die damalig 9 Euro 4 Richtlinien erzielen kann. Was sie natürlich auch hat und er ist zum Teil von den Abgaswerten noch besser als der 500er. Wie gesagt, handelt es sich beim M137 um einen 5,8 Liter V12 Motor mit Saugrohreinspritzung. Das hier verbaute Getriebe ist das 72265 Getronic, was noch mit das zuverlässigste am ganzen Auto ist. Dann haben wir noch das ABC Fahrwerk verbaut, was an sich technologisch damals was richtig Geiles war. Ich habe ja selbst ein Auto mit so einem Fahrwerk und das fährt sich wirklich richtig geil, aber da haben wir auch die erste Generation des ABC Fahrwerks, wo dann noch später ein bisschen was überarbeitet wurde und das ist ein bisschen anfälliger und vor allem, wenn das nicht regelmäßig gewartet wurde, also schön Filter gewechselt und schön die Flüssigkeit gewechselt, dann kann das unter anderem teuer werden. Denn das Fahrwerk besteht aus ganz vielen Sensoren, den Stoßdämpfern und dann noch 2 Ventilblöcken und der ABC-Pumpe und alle Bauteile sind nicht günstig, wie ihr euch wahrscheinlich denken konntet. Dazu kommt dann noch ein weiterer Kostenfaktor, nämlich dass dieser Motor, obwohl er nur 367 PS hat, nur Super Plus schluckt. Ist ein 3-Ventil-Motor eigentlich vom Ventiltrieb her ziemlich simple Technik, keine Nockenwellenverstellung und trotzdem Super Plus. Er hat natürlich auch wie seine ganzen Brüder von damals 2 Zündkerzen pro Zylinder. Das bedeutet dann 24 Zündkerzen und damit verbunden die Zündmodule. Die V8s haben nämlich ein Zündmodul pro Zylinder. Hier haben wir eine ganze Leiste Zündmodule für jeweils 6 Zylinder, also pro Bank. Und so ein Zündmodul kostet knapp 1200 Euro. Gerade eben habe ich ja schon die wunderbaren Abgaswerte besprochen. Das kommt natürlich auch daher, dass das Auto 6 Katalysatoren und 8 Lambda-Sonden hat. Das Auto überwacht die Verbrennung wirklich extrem genau und tut auch bei jeder Kleinigkeit die Motorkontrollleuchte aktivieren. Da habt ihr schön immer das warme Licht der Motorkontrollleuchte, auch wegen Sachen, die eigentlich nicht wirklich ein Problem sind. Dazu kommt auch, dass der Ventildeckel öfters mal undicht wird. Da muss dann auch die komplette Ansaugung, alles muss auseinandergerissen werden, auch die Zündleisten aus, weil das alles so verbaut ist. Und jetzt kommen wir noch zu dem Paradeproblem dieses Motors, nämlich dem Wärmetauscher. Der sitzt nämlich unten im V, schön mit den Köpfen drüber. Das bedeutet, bei der Reparatur, um den abzudichten, müssen die Zylinderköpfe runter. Und das ist eben extrem viel Arbeit. Wir haben hier einen Alu-Motor. Ihr müsst erstmal jemanden finden, der euch das macht, weil da kann man ganz schnell mal eine Schraube abreißen. Und dazu ist die ganze Sache ziemlich kostenintensiv. Und wenn das euch noch nicht genug ist, dazu hat der Motor noch Zylinderabschaltung, was an sich eine ganz gute Sache ist, weil der sich so viel effizienter bewegen lässt. Die geht auch öfters mal kaputt. Und zudem ist die Laufbahnbeschichtung der Zylinder nicht die beste und die kann sich über die Zeit auch mal abnutzen, was auf lange Sicht auch zum Motorschaden führen kann. Das ist aber ein Problem, was erst bei sehr hoher Laufleistung relevant wird. Und jetzt kommen wir mal direkt zum vergleichbaren Modell von BMW. BMW E65 760 Li. Jetzt
Jetzt kommen wir zum V12-7er der E65 Baureihe, der von 2001 bis 2008 gebaut wurde. Ich weiß, E65, allein optisch ist das schon eine ziemliche Katastrophe. Manche stehen drauf, manche sagen, okay, das Facelift sieht schon besser aus und so weiter. Aber ich muss persönlich sagen, also für mich ist das mit Abstand neben dem Compact so der ziemlich hässlichste BMW, der hier gebaut wurde. Aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Das Problem, was hierbei kommt, betrifft nicht nur den 67, sondern auch noch die V8 Modelle. Beim 67 haben wir den N73 B60 verbaut. Ein 6 Liter V12 Saugmotor, der 445 PS bei 6000 Umdrehungen die Minute und 600 Newtonmeter Drehmoment bei 3950 Umdrehungen die Minute leistet. Als Getriebe haben wir eine 6-Gang Automatik, der Motor hat 48 Ventile, also 4 Ventile pro Zylinder, ist 11,3:1 verdichtet, beschleunigt dieses Fahrzeug in 5,5 Sekunden auf 100 und ist bei 250 km abgeriegelt und wiegt 2150 Kilo und ist damit ca. 200 Kilogramm schwerer als die vergleichbaren V8 Modelle. Bevor wir jetzt zum Motor kommen, müssen wir erstmal über die Elektronik sprechen, die vor allem bei dem Auto eine ziemliche Katastrophe ist. Ich habe da schon Schauergeschichten gehört mit ständig in die Werkstatt, ständig irgendwas anderes. Auch das iDrive-System soll auch öfters mal abspacken und zudem ist es auch wirklich ziemlich veraltet. War damals vielleicht technologisch was richtig krasses, aber jetzt nicht mehr so geil. Dann soll auch andauernd von der Elektrik was kaputt gehen, wie gesagt, auch mit den Fensterhebern und die Liste ist lang, sagen wir es mal so. Die wahre Katastrophe liegt aber wieder beim Motor, weil da haben wir ein ähnliches Problem wie beim Mercedes. Hier haben wir keinen Wärmetauscher im V, sondern ein Wasserrohr. Eigentlich nur um Kühlwasser von vorne nach hinten zu transportieren. Und dafür müssen hier auch die Köpfe runter. Was natürlich auch wieder in einer sehr günstigen Reparatur endet. Also ziemlich teuren Reparatur. Und das betrifft nicht nur den N73, sondern auch den N62, also die V8 Modelle. Also die ganzen großen Motoren dieser 7er Baureihe. Und ich würde mal sagen, jetzt geht's direkt weiter mit dem nächsten BMW. BMW E60 M5. Jetzt kommen wir zu dem, wie ich finde, mit geilsten BMW M-Modell. Ich habe ja auch schon mal ein Video mit einem solchen Auto gemacht und ich muss wirklich sagen, das Auto macht richtig Spaß. Dieser V10 Motor, der Sound, einfach nur geil. Aber hier gibt's auch einige Probleme. Unter der Haube haben wir den S85 B50, ein 5 Liter V10 Saugmotor, der nebenbei bis 8250 Umdrehungen dreht. Er leistet 507 PS bei 7750 Umdrehungen die Minute und 520 Newtonmeter bei 6100 Umdrehungen die Minute, beschleunigt in 4,7 Sekunden auf 100 und ist natürlich bei 250 km abgeregelt. Gebaut wurde er von 2005 bis 2010 und kommt wie gesagt mit einigen Problemen. Naja, Problem Nummer 1 sind die Lagerschalen, was wiederum eigentlich kein Problem ist, weil das allseits bekannt ist, dass man die spätestens, eigentlich am besten noch früher, bei 100.000 Kilometern wechseln sollte, weil das sonst in einem Motorschaden enden kann. Sollte eigentlich wie eine Wartung durchgeführt werden, wenn man so ein solches Auto hat, also eigentlich nicht das große Problem, weil das haben eigentlich alle BMW M-Hochdrehzahlmotoren. Dann gehen aber öfter mal die Leerlaufsteller kaputt und die Drosselklappen-Stellmotoren mit. Und das ist eine asozial teure Reparatur. Des Weiteren geht öfters mal die Warnungsdefekt, was auch ziemlich teuer werden kann. Und dann noch das SMG-Getriebe. Hier haben wir eine Art automatisiertes Schaltgetriebe, 7 Gänge. An sich eine ganz gute Idee für heutige Verhältnisse. Wenn man es mit einer Doppelkupplung vergleicht, ist das natürlich ziemlich langsam. Aber wenn man sowas fährt, ist es schön emotional und knallt die Gänge schön brutal rein. Die Kupplung ist ziemlich schnell abgenutzt und die SMG-Pumpe geht auch öfters mal in die Fritten. Und das alles zu reparieren wird auch richtig teuer, kostet auch ein paar tausend Euro. Und zu guter Letzt haben manche der Autos auch noch Probleme mit ihrem Differential, das auch öfters mal in die Fritten geht. Aber zusammenfassend, das Auto hat viele Probleme. Es ist wirklich kostenintensiv, so ein Auto zu haben. Aber ich muss schon sagen, ich bin ja auch schon mal so ein gefahren. Das Auto ist wirklich richtig geil. Deshalb, wenn ihr euch so einen kaufen wollt, ich würde euch wenn dazu raten, kauft euch so ein Ding mit 50.000 Kilometer oder irgendeine richtig geringe Laufleistung. Fahrt den vielleicht 10.000 oder 20.000 Kilometer, macht da einen Service und verkauft den wieder. Weil dann habt ihr wirklich die ganzen Probleme, die mit diesem Auto kommen, die macht ihr gar nicht mit. Habt ein bisschen Spaß damit, habt vielleicht ein, zwei Jahre, fahrt ihr so einen schönen E60 M5. Bisschen V10-Klang, macht vielleicht eine Abgasanlage drunter, habt ihr schön Spaß mit dem Auto und erspart euch die ganzen Probleme. Ford Mustang 5 GT. Jetzt kommen wir mal zum ersten neueren Mustang-Modell, das designtechnisch an die älteren aus den 60ern erinnern sollte. Dieser Mustang wurde von 2004 bis 2014 gebaut. Und hier geht es eigentlich nicht direkt um den Mustang, sondern um den Motor, der hier verbaut ist. Hier ist nämlich ein 4,6 Liter V8 Saugmotor verbaut, der hier im Mustang
an 304 PS bei 4500 Umdrehungen die Minute leistet und 443 Newtonmeter. Dieser Motor ist nebenbei nur 9,8:1 verdichtet, was echt für so einen Saugmotor ziemlich gering ist. Und was auch komisch ist, er hat Nockenwellenverstellung, obwohl es sich hierbei um einen 3-Ventiler-Motor handelt. Nebenbei beschleunigt er noch in 5,5 Sekunden auf 100 und hat eine V-Max von 230 km/h. Den gibt es als 5-Gang-Handschalter und als 5-Gang-Automatik. Naja, wie schon erwähnt, das Problem ist der Motor und es betrifft alle Ford 3-Ventiler-Motoren, also den 4,6 und den 5,4. Den gibt es in diversen Ford-Modellen von Limousinen, Ford F-150, Pickups und so weiter. Also ziemlich alle Ford-Motoren mit dem Hubraum, 3 Ventilen, die Anfang der 2000er gebaut wurden. Denn hier tritt ein Fehler auf, bei dem es direkt heißt, neuer Motor. Ford hat nämlich die Ölkanäle dieses Motors zu klein designt. Deshalb werden die oft durch ein bisschen Ölschlamm und so dicht und dadurch wird die Ölförderung nicht mehr gewährleistet, dementsprechend Metall auf Metall und den Rest könnt ihr euch denken. Man könnte jetzt auch sagen, ja, dann musst du halt regelmäßigen Ölwechsel machen. Natürlich, das zögert das Problem auf lange Sicht heraus, aber dennoch hat Ford einfach die Ölkanäle zu klein designt. Dann kommt noch Problem Nummer 2, wir haben hier nämlich spezielle Zündkerzen, die zweigeteilt sind. Und diese sind dafür bekannt, abzubrechen. Und da braucht man da ein Spezialwerkzeug, um die wieder rauszuholen. Und das soll richtig behindert sein. Also ich kann euch nur raten, wenn ihr euch irgendeinen schicken Ami V8 holen wollt, guckt, dass ihr keinen 3-Ventiler von Ford kauft. BMW E90 320 SI. Jetzt kommen wir mal zu dem Auto, was somit das schlimmste Problem auf dieser ganzen Liste hat. Der BMW E90 320 SI wurde von 2006 bis 2007 gebaut. Hierbei handelt es sich um ein Homologationsmodell für eine Rennserie. Und dieses ist limitiert auf 2600 Stück. Hört sich ja erstmal ganz cool an. Limitiertes Auto. Hat auch noch einen besonderen Motor, nämlich den N45 B20S. Ein 2 Liter rein 14er Saugmotor, der 173 PS bei 7000 Umdrehungen die Minute leistet und 200 Newtonmeter bei 4250 Umdrehungen die Minute. Somit beschleunigt er in 8,1 Sekunden auf 100 und hat einen Topspeed von 225 km/h. An sich hören sich die Daten des Motors auch ziemlich geil an. Verstärkte Pleuel, Kurbelgehäuse in Bedblade-Bauweise, also Alugehäuse mit Graugusseinlagen, eine Verdichtung, die von 10,5:11:1 erhöht wurde, der Zylinderkopf wurde in BMWs Formel 1 Gießerei gefertigt und die Laufbuchsen wurden durch welche aus Aluminium anstelle von Grauguss ersetzt. Naja, und da haben wir schon das Problem, nämlich die Laufbuchsen. Die meisten von den Motoren halten keine 100.000 Kilometer durch. Die meisten haben schon bei 60.000 oder 80.000 Motorschaden. Das liegt an den Laufbuchsen, an den Aluminium-Laufbuchsen, die nämlich reißen. Und wenn so eine Laufbuchse reißt, da ist der Motor halt eben hin. Der N45-Motor ist ja eh schon dafür bekannt, dass er öfter mal die Steuerkette gelenkt hat. Aber so schnell wie die Version da kaputt geht, da habt ihr noch lange keine Steuerkettenprobleme, bis ihr einen Motorschaden habt. So, das war's auf jeden Fall heute schon mit diesem Video. Schreibt mir bitte auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ich irgendein Auto vergessen habe, das unbedingt auf diese Liste gehört. Dann würde ich noch sagen, checkt auf jeden Fall noch mein Instagram in der Beschreibung aus, da seht ihr nämlich immer zuerst, welches neue Auto ich mir zugelegt habe und vorher bekommt ihr dort noch ein paar kleine Tipps, wo ihr schon raten könnt, welches es werden könnte. Dann würde ich noch sagen, abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen und ciao!